Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute werden wir mal eine gewisse Frage beantworten. Nämlich die Frage, was passiert, wenn man Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle ohne einen einzigen Orden durchspielen möchte? Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht ganz hundertprozentig möglich, aber es gibt schon ein paar Ansätze, die das Ganze bestätigen können, dass es wahrscheinlich sogar irgendwann in den nächsten paar Wochen und Monaten die ersten Speedruns gibt, die wirklich versuchen, das Spiel mit so wenig Orden wie nur möglich durchspielen. Also, die versuchen es wirklich dann abzuarbeiten. Okay, 7. Orden sind sie gerade, glaube ich, sie brauchen 7 Orden, bis sie hier hinkommen können und das Spiel mit nur 7 Orden durchspielen können. Wie das funktioniert, werde ich auch noch gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber die werden das versuchen, immer weiter und weiter runterzusetzen mit den Orden. Und das hat auch einen gewissen Grund, warum das überhaupt funktioniert. Und das ist sehr, sehr erschreckend. Denn wenn wir hier in der Pokémon-Liga sind, kriegen wir ja erstmal unseren Rivalenfight natürlich. Und dann steht dieser Ast-Trainer ja eigentlich vor der Tür und fragt ab, wie viel Orden wir haben. Aber das Lustige an der ganzen Sache ist, das ist einfach nur ein normaler Text. Das sagt er so oder so, auch wenn ihr nicht alle 8 Orden habt. Das heißt, wenn wir jetzt nur mit 7 Orden hier hinkommen würden, was jetzt gerade halt Meta ist im Speedrunning, so wie ich das mitbekommen habe, da man auch schon ohne den 8. Orden hier hinkommen kann. Und da ist natürlich immer noch die Frage, wie viel VMs braucht man im Endeffekt. Und das wird natürlich jetzt alles noch abgecheckt, wie man da vielleicht an einigen VMs sparen kann, sodass man gar nicht mehr die meisten Orden braucht für die VMs halt, weil man so gesehen die VMs gar nicht braucht, falls ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es derzeit 7 Orden, die man holen muss, und dann kann man mit dem Surfing Glitch auch ganz easy hier hinkommen. Man könnte aber auch ganz normal den Weg nehmen und man wird einfach, naja, nur abgefragt, ob man die Orden hat, aber man hat sie ja eigentlich gar nicht, man hat gar nicht den 8. Orden. Aber das ist scheißegal, denn der Text steht einfach nur da und sie lassen einen durchgehen. Das heißt, ihr könntet mit 7 Orden jetzt schon easy hier durchgehen, wenn ihr hierhin kommt. Das heißt, das Ziel eigentlich nur noch ist es, einen Weg zu finden, in die Pokémon-Liga, also zu der Pokémon-Liga hinzukommen. Und ich glaube, dass es gar nicht mal so schwer sein wird. Man kriegt ja jetzt schon sehr viel Surf an Land und gehen und fahren über Wasser hin. Es ist ja sehr, sehr verzwickt. Ich werde auch vielleicht nochmal, wenn es euch interessiert, ein Glitches-Video hier machen. Ich habe ja früher gerne Glitches-Videos gemacht und vielleicht werde ich das zu Brilliant Diamond und Shining Pearl auch noch machen. Ist auch ganz interessant meiner Meinung nach, weil ich habe auch selber schon ein, zwei Bugs gefunden, die man auch in Speedrun gut ausnutzen kann. Aber egal, dazu werden wir auf jeden Fall in einem anderen Video mal kommen. Wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das wollt, und schreibt das gerne in die Kommentare, dass ihr das möchtet. Aber jetzt nochmal zum Thema zu kommen. Man versucht jetzt einfach einen Weg zu finden, um am schnellsten hier hinzukommen, zu dieser Location hier. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so heftig schwer, weil wir, wie gesagt, sehr viele Glitches haben, die wir abusen können. Und wenn wir dann zum Beispiel irgendwann nur noch 3 Orden brauchen, um hier hinzukommen, können wir auch easy hier durchgehen, weil die Abfrage funktioniert eh ja nicht. Also, wenn wir irgendwann es schaffen, mit 0 Orden hier hinzukommen, könnten wir es auch wirklich mit 0 Orden durchspielen. Wir müssen natürlich dann immer noch Glück haben mit den Pokémon und so, was man für ein Wesen hat auf seinem Pokémon. Man muss sehr viel mit X-Items rumspielen. Aber an sich könnte es möglich sein. Es gibt ja auch das Tweaking. Das habe ich ja auch mal vorgestellt aus Diamant und Perl. Damit konnte man sich ja auch direkt in die Ruhmeshalle reinhauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das im Laufe der nächsten Monate auf jeden Fall alles noch ein bisschen runtergedrückt wird mit den Orden. Und allgemein, dass man sehr, sehr viele neue Glitches findet, die das Spiel nochmal exponentiell für einen Speedrun dezent verbessern werden. Und wenn da irgendwas passiert, ne, wenn ihr da irgendwas herausfindet, dann schreibt das gerne mir sofort in die Kommentare oder per Instagram oder Twitter. Ich werde euch auf jeden Fall dann auch auf dem Kanal, wenn ich Bescheid weiß, darauf auf den Laufenden halten und euch auch ein paar Glitches dann noch zeigen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, haut rein, euer Sirlo.